Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo, heute wieder im schönen eiskalten Konradsdorf. Es ist Winter, es hat geschneit die ganze Nacht und der Robert, der hat natürlich auch heute wieder einen dicken fetten Schal um hinter der Kamera. Es ist klirrend kalt. Genau, und was gibt es Schöneres als ein wunderbares, herrliches Wintergericht halt in der Hinsicht zuzubereiten? Und zwar machen wir heute den Winterkabeljau. Der mit einem Blumenkohlpüree und einer Erbsen-Minz-Vinaigrette begleitet wird. Darauf könnt ihr schon gespannt sein. Das werde ich heute für euch zubereiten, mit euch zusammen, wenn ihr möchtet. Und ihr Lieben, schaut ganz einfach mal beim Rizzo in den Shop rein, weil dort gibt es natürlich den Rizzo-Taste ganz einfach für euch zu Hause zum Testen, zum Probieren, zum Genießen. Und wenn ihr, wie gesagt, dann Lust habt, das nachzukochen, dann könnt ihr euch gern an den Rezeptoren bedienen, den Einkaufslisten und euch die Sachen selber einholen und zubereiten nach meiner Anleitung. Ich freue mich auf euch, bleibt dran, ciao, bis gleich. Hier ist er wieder, euer Rizzo, und jetzt gibt es den Skrei, also quasi den Winterkabeljau für euch mit dem Blumenkohlpüree. Wie gesagt, als erstes beginnen wir, weil wir möchten natürlich auch noch eine krosse Textur haben bei unserer Speise, habe ich hier einen Parmaschinken, den wir ganz einfach mal im Ofen als Chip zubereiten. Das heißt, ab bei 80 Grad in den Ofen. Gut, dazu machen wir ein Blumenkohlpüree. Für das Blumenkohlpüree brauchen wir ganz einfach, wir brauchen Butter, wir brauchen Schalotten, wir brauchen ein bisschen Chili, wir brauchen Kokosmilch, Salz und Pfeffer. Das ist alles, was wir dazu benötigen. Für unseren Kabeljau, in dem Fall, werden wir den heute konfieren. Das heißt, wir werden den in Olivenöl, im Öl quasi garen. Und das Ganze machen wir auch ziemlich schonend und das Ganze im Ofen. Dazu nehme ich mir hier ein Blech daher. Ein Blech, dann habe ich hier den Kabeljau. Den werden wir uns jetzt hier mal portionieren. Setzen uns den hier schön in das Blech rein. So, jetzt wäre die ganze Geschichte hier gewürzt. Dann nehmen wir wieder unser gutes Bergkernsalz dazu. So, schön da drüber. Die gute Pfeffermischung. So, jetzt nehmen wir hier ein paar frische Kräuter. In der Hinsicht habe ich hier eine mediterrane Kräutermischung. Das heißt Rosmarin, Thymian. Dann haben wir ein bisschen Oregano dabei, ein bisschen Salbei und ein Lorbeerblatt. Das tun wir mal hier richtig schön anwalken. Geben das hier drüber, über unseren Fisch. Eine Zitrone. Halten wir hier schön fein mit der Reibe, wirklich nur das Gelbe der Zitrone. Da so ein bisschen drüber, um so einen leichten Zitronenflavor zu bekommen. Und dann schnappen wir uns hier Olivenöl. Da brauchen wir wirklich auch nicht geizen. Normalerweise müsste der jetzt hier komplett im Olivenöl schwimmen.
Mir reicht das jetzt hier so aus, wie es ist. Und dann schieben wir den hier bei den 80 Grad, die im Ofen herrschen, einfach noch mit da rein. Gut, jetzt haben wir Zeit, um uns dem Blumenkohlpüree zu widmen und natürlich unserer Erbsen-Vinaigrette. Dazu brauchen wir erstmal einen Topf mit Wasser, um die Erbsen zu blanchieren. Ich habe hier gefrorene Ware gekauft, was ja auch keine Schande ist bei Erbsen. Die werden natürlich dort zur Reifezeit geerntet und direkt sofort schockgefrostet. Und von daher sind dort natürlich alle Vitamine, Mineralstoffe, die in dem Gemüse drin sind, natürlich auch erhalten. Und manchmal sogar noch die bessere Wahl als wie die Erbsen, die, sag jetzt mal Zuckererbsen oder wie auch immer, dann zu der Zeit im Laden liegen als Frischware und natürlich schon viel länger da in der Auslage liegen als die tiefgekühlte Ware. So, den Blumenkohl uns daher genommen, da setzen wir uns auch einen Topf auf, geben dort schon mal die Butter dazu. Zimmerwarm, sage ich nur, ne? Genau. Die lasst ihr schon ein bisschen zerlaufen. In der Zeit könnt ihr euch ganz entspannt der Schalotte widmen. Die einfach schälen. Nehmen wir uns hier ganz einfach mal zwei Schalotten daher. Schälen. Könnt ihr euch gleich noch die dritte Schalotte mit dazu schälen für unsere Erbsen-Vinaigrette. Brauchen wir da nicht nochmal anfangen. So, die Schalotten werden wir jetzt hier würfeln. So, wenn die Butter zerlaufen ist, gebt ihr hier einfach mal schön die Schalottenwürfel dazu. Macht noch einen kleinen Spritzer Honig mit rein. Gucken, ob der bei den Temperaturen hier läuft. Aufmachen ist natürlich vom Vorteil, ne? So, einen kleinen Spritzer Honig dazu. Passt. So, dort die Schalotten rein. Die geht noch mit hier. So, glasig anschwitzen. In der Zwischenzeit werden wir uns hier mal dem Blumenkohl widmen. Auch eines meiner Lieblingsgemüse. Sehr vielseitig einsetzbar. Auch mal gegrillter Blumenkohl oder als Auflauf oder als Suppe oder Püree. Also wie gesagt, dort kann man wirklich mehrere Zubereitungsarten auch natürlich für den Blumenkohl wählen. Deswegen einer meiner Favoriten. So, den schneidet er auch schon ein bisschen kleiner für unser Püree. Da geht das nämlich dann auch schneller im Garprozess. Weil ich sage mal, unser Fisch im Ofen, ich sage jetzt mal maximal so eine halbe Stunde, dann sollte der schon gar sein, weil der hat natürlich auch keine dicke, fette Stärke in der Hinsicht.
So, gebt ihr noch ein kleines bisschen Chili mit dazu oder Cayenne-Schote. Rein damit. Und noch eine Knoblauchzehe. Was hat er jetzt so heute für einen riesen Dolch hier? Zum Schälen einer Knoblauchzehe. So, gut. Die tun wir noch einfach mal anstoßen. Damit rein. So, wenn wir die Schalotten glasig angeschwitzt haben, dann geben wir den Blumenkohl dazu. Ein bisschen mit Salz, ein bisschen mit Pfefferwürzen, kleine Prise Muskat und dann gießen wir mit Kokosmilch auf und garen ihn im Prinzip ganz langsam in der Kokosmilch. Ne? Zwischenzeitlich schauen wir hier nach unserem Erbsenwasser, das kann man ruhig ein bisschen höher drehen, zum Blanchieren, das heißt einfach in Salzwasser richtig schön einmal aufkochen lassen, eine Minute, dann sofort abgießen und im Eiswasser abschrecken halt. Eiswasser machen wir uns heute ganz einfach. Wir haben frischen Schnee draußen, oder Robert? Was hältst du davon? Fantastisch. Fantastisch, oder? So, dann habe ich natürlich noch ein cooles Schmankerl für euch und zwar für die Community in der Dresdner Ecke. Den Alessio kennt ihr ja mit Sicherheit. Wenn ihr dem Alessio was Gutes tun möchtet, dann bestellt bei ihm unter alessio-dresden.de sizilianische Spezialitäten, sizilianische Köstlichkeiten, seine Antipasti oder gerade sein gegrillter Pulpo mit einem Erbsenpüree. Leute, legendär, ihr müsst es probieren. Testet es ganz einfach. Und bestellt bei Alessio. Der würde sich freuen, wenn man ihm da auch mit unter die Arme ein bisschen greift. Ne? So, Blumenkohl ist drinne. Ob er? Super. Mega, oder? Mehr. So, Salz, Pfeffer, Muskat. Also hier unser Bergkernsalz. Rein damit. Pfeffermischung. Und etwas Muskat. Sehr gut, hier habe ich die Kokosmilch oder Kokoscreme in dem Fall jetzt. Rein damit. Sieht lecker aus. Gut. Hier kommt jetzt ein Deckel drauf und wir lassen das schön entspannt vor sich hingaren. Ich denke mal so eine Viertelstunde wird er brauchen, um dass er so weich ist, dass man pürieren kann. Ab und zu mal umrühren drin und dann passt das. So, jetzt kommen wir zu unserer Erbsen-Vinaigrette. Hier mal ein bisschen Salz ins Wasser auf jeden Fall. Deckel drauf. Und dazu brauchen wir jetzt für die Vinaigrette, wie gesagt, die Schalotte.
Hier bräuchten wir jetzt mal wirklich ein bisschen feinere Würfel. Ich denke, das reicht auch schon. Also nehmen wir hier die halbe, das reicht aus. Wir nehmen noch eine Knoblauchzehe daher. Dann nehmen wir uns hier von der roten Cayenne-Schote. Schneiden wir uns so auch feine Würfel. Gerade in der Jahreszeit jetzt ein bisschen Schärfe, Capsaicin, was da enthalten ist, regt unser Immunsystem an. Also von daher ein bisschen scharf essen ist jetzt genau das Richtige. Also eine gesunde Schärfe, ne? Nicht hier volle Rakete, sondern wirklich eine gesunde Schärfe. Jetzt haben wir hier kochendes Wasser, die gefrorenen Erbsen da rein. Lassen die Geschichte jetzt einmal aufkochen, circa eine Minute. Ich gehe mal Schnee organisieren in der Zwischenzeit. Oder Robert? Bin gleich wieder da. Oh, es schneit, es schneit, es schneit. Schneeball und Schneeball lacht. Winter ist so schön, hat geschneit die ganze Nacht. Wir wollen rodeln gehen. Noch als kleinen Tipp, was wirklich ganz wichtig ist: Don't eat yellow snow. Na, also nur den weißen Schnee. So, schauen wir hier mal rein. Geil. Also wenn wir jetzt hier Geruch transportieren könnten, es gibt nichts Mediterraneres als diesen Duft eigentlich, oder? Kameramann. So, und ihr seht ja ganz einfach, wenn du es einfangen kannst, hier an der Seite ist der Fisch mehr oder weniger schon gar, ne? Diese weißen. Also wirklich, der hat eine nicht mehr glänzende Farbe, sondern ist wirklich halt schön strahlend weiß in der Hinsicht. Aber hier in der Mitte braucht er halt noch seine Zeit. Das heißt, machen wir hier wieder zu. Unsere Schinkenchips brauchen auch noch eine Weile. Sagen wir mal so, Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind wir hier auch soweit. Gut, unsere Erbsen gießen wir jetzt ab. Und zwar hier schön durchs Sieb durch. Und dann im Endeffekt sofort mit Eiswasser abschrecken. Nehmen uns halt hier einfach mal den Schnee dafür. Löffel daher. Das mal hier vor. Na, hier geht es darum, dass wir im Prinzip die Farbe halt der Erbsen auch schön erhalten, dass es wirklich auch grün bleibt, so wie es sein soll. Ne? Gut, lassen wir das erstmal hier so stehen und kümmern uns im Prinzip jetzt um die Vinaigrette. Und die machen wir uns. Stellen Sie mal doch zur Seite, dann sieht der Robert nämlich nichts mehr. Oder hier im Endeffekt. Nehmen wir uns jetzt hier einen Block daher oder eine Pfanne. Olivenöl. Rein damit. Spritzer Honig. Sieht man das, Robert, wie ich mich anstrenge, um diesen Honig hier rauszuquetschen? Nein. Schade. Ich will
will jetzt mal ein bisschen Mitleid hören. So, Schalotten rein, Knoblauch rein, Cayenne-Schote rein. Und die Geschichte schwitzt man jetzt ein bisschen an. Dann brauchen wir natürlich hier frische Minze. Von dem Rest gibt es einen Tee heute. Die Minze mal richtig schön durchhacken. So, das schwitzen wir jetzt hier alles schön glasig an. Und dann werden wir im Endeffekt die Erbsen dort noch mit durchziehen, ein bisschen mit Essig ablöschen, die ganze Geschichte, mit Salz und Pfeffer würzen. Und ganz zum Schluss geben wir die Minze dazu. So, wirklich auch farblos anschwitzen. Erbsen rein. Geben wir hier noch mal kurz ein bisschen Feuer. Salz dazu. Pfeffermischung. Schuss Essig habe ich hier. Was habe ich hier? Ein Apfelessig. Dann schnappen wir uns noch ein bisschen Petersilie. Die hacken wir ebenfalls mit durch. Gut. Jetzt einen Augenblick warten, ein bisschen runterkühlen lassen, was ja hier nicht lange dauert. Wir geben nur zum Schluss noch ein bisschen Olivenöl dazu. So. Soll dann wirklich bloß lauwarm dazu gereicht werden halt, ne? Lasst uns mal noch ein bisschen Frische dazugeben hier. Ein bisschen Zitronenabrieb. Und noch ein bisschen Zitronensaft. Dazu.
Ja, der Blumenkohl braucht noch 2-3 Minuten. In der Zwischenzeit schauen wir nach unserem Fisch. Also darf man gerne auch mal mit dem Löffel dann so das Öl holen wir mal raus. Jetzt mal das Öl drüber geben. Und dann haben wir ein schönes, saftiges Stück Kabeljau. Genau, wir begeben uns jetzt langsam wieder in die heiße Phase. Pürierstab noch zum Pürieren unseres... Ist weg. Unseres Blumenkohlpürees. Lasst uns ein bisschen was von dem Fond erstmal noch wegnehmen, lieber dann was zugeben. Weil nicht, dass unser Püree dann zu dünn ist. Der große Moment. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und dann heißt es schon für uns, hier vorne klar Schiff machen zum Anrichten. Und dann haben wir es schon. Unser Winterfischgericht. So, nehmen wir uns als erstes hier unser Blumenkohlpüree. So, ziehen wir es hier ein bisschen breit. Uns den Kabeljau, setzen den hier in die Mitte. Unsere Erbsen-Vinaigrette. Setzen hier noch von dem Parmaschinken den Chip so drüber. Noch ein bisschen frische Kresse. So, die kann mit hier rein. So, hier zum Immunsystem anfeuern. Noch ein bisschen frische Chili drumherum. Und dann ist es schon fertig, unser Gericht. So, und dann haben wir hier unseren Winterkabeljau für euch mit einem Blumenkohlpüree und einer Erbsenvinaigrette. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachkochen würdet. Gebt ein paar Kommentare dazu, wenn ihr es probiert habt, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Rezept. Lasst mich daran teilhaben, lasst mich wissen. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rizzo. Macht's gut.